Wir kommen schon zum nächsten Sprecher, der jetzt sich ins Zeug legen muss nach diesen intensiven Worten. Es ist Professor Dr. Rainer Eichenberger. Ich habe recherchiert. Wenn er in Wiel zu Gast ist, wo ich herkomme, dann ist er meistens unterwegs als Numismatiker bei der Familie Rapp. Und sein Referat heute trägt den Titel Personenfreizügigkeit, nicht nützlich, nicht nachhaltig und nicht liberal. Herr Eichenberger, Sie haben das Wort. Grüezi miteinander. Es ist mir eine ganz große Freude, hier sein zu dürfen. Ich spreche als Wissenschaftler, das bin ich eingeladen. Ich werde natürlich, also von der Position her sind wir uns, denke ich, einig. Ich versuche deshalb auch Argumente zu bringen, auf die Ihnen auch helfen in der Diskussion mit anderen und hoffe, dass ich doch einiges auch für Sie vielleicht ja neue Aspekte einbringen kann. Ich werde zuerst versuchen, nochmals zu entwickeln, was das Problem der Personenfreizügigkeit aus meiner Sicht ist. Dann werde ich auf Denkfallen eingehen. Es gibt ganz gefährliche Denkfallen, wo man immer wieder darauf reinfällt. Der Bundesrat denkt praktisch nur noch in Denkfallen. Und da müssen wir ihm helfen, da müssen wir auch selbst aufpassen, dass wir nicht darauf reinfallen. Dann sollten wir uns kurz etwas Gedanken machen, was ist eigentlich mit diesen bilateralen Eins, dem Rest, diese anderen sechs Verträge, was bringen die? Und dann die wichtige Frage, kann man mit der EU verhandeln? Und am Schluss, wie sollte es aussehen, die Zuwanderungspolitik nach der EU-Personenfreizügigkeit? Die wird kommen, ob nach dieser Abstimmung oder nach der nächsten. Die EU wird scheitern mit der Personenfreizügigkeit. Das müssen wir uns schon überlegen, was wir nachher wollen. Ich entwickle zuerst die Punkte und werde nachher sie kurz zusammenfassen, deshalb schon die Folie hier. Was ist jetzt mit dieser Personenfreizügigkeit? Natürlich bringt sie zuerst mehr Zuwanderung. Sie überlegen sich, was passiert im Arbeitsmarkt. Da, klar, kommen Leute rein, das drückt auf die Löhne. Völlig klar. Aber das macht auch die Rekrutierung von Menschen einfacher. Wenn aber die Löhne sinken, sinken die Lohnkosten. Das heißt, die Schweiz wird ein attraktiverer Standort für Leute, die Arbeitsplätze aufbauen wollen und Leute einstellen wollen. Das heißt, mit den sinkenden Löhnen, Lohnkosten kommen neue Arbeitsplätze. Und durch das steigen die Löhne praktisch wieder auf das ursprüngliche Niveau zurück. Aber es gibt auch weiterhin Rekrutierungsprobleme. Die bleiben genau gleich wie im Ursprungszustand. Das heißt, zu was dieses einfache Modell führt, Lohndruck, Lohnkostensenkung, deshalb wieder mehr Arbeitsplätze, wieder höhere Attraktivität der Schweiz, führt nur zu einer Aufblähung der Gesamtwirtschaft, führt zu keinem Pro-Kopf-Wachstum und hat eben kaum Wirkung auf Löhne, Arbeitslosigkeit und Fachkräftemangel. Das gilt alles nur, aber das ist das Modell, auf dem alles aufgebaut ist, im Prinzip, was heute der Bundesrat erforschen lässt. Das sind die Annahmen, die in den Modellen drin sind, die dann all diese tollen Studien bringen, wo man sich nur wundern kann. Das gilt alles nur, wenn die Arbeitsmärkte vollkommen flexibel sind, dass die Leute, die dann zuerst verdrängt werden, wieder neue Stellen finden, wieder schnell irgendwo eingestellt werden können. Das ist nicht unbedingt gegeben. Das war früher so in der Schweiz, ist aber mehr und mehr nicht mehr so mit den flankierenden Maßnahmen. Und das gilt nur, wenn alle Produktionsfaktoren, eben nicht nur Arbeit und dann die Arbeitsplätze, sprich Maschinen, die es da braucht, voll mitwachsen können. Und das heißt, wenn man einfach zu gleichen Kosten wie bisher mehr Infrastruktur haben kann, mehr Land rekrutieren kann irgendwo, Einzonen oder was, mehr Umweltgüter brauchen kann zu gleichen Kosten, und dass es keine Selbstversorgungsziele gibt, weil Selbstversorgungsziele, zum Beispiel, dass man sagt, ja, irgendwie aus Sicherheitsgründen möchten wir irgendwie 50% der Landwirtschaftsprodukte selbst herstellen oder der Energie oder was auch immer. Das wird einfach exponentiell teurer, je mehr Leute sie haben. Weil da 50% mehr Landwirtschaftsprodukte, 50% mehr Energie herzustellen in der Schweiz, extrem teuer. Wenn man sich das nur mal kurz überlegt mit der CO2-Politik, da kommen mehr Leute rein, aber wir müssen das CO2, weil der Bundesrat die Verträge total idiotisch unterschrieben hat, pro Tonne, also müssen wir senken, von 1990 bis dann 2030 die Idee, 50%, oder was, ja, irgendwelche Ziele, 50% weniger CO2-Ausstoß, tonnenmäßig. Wenn man aber in der Zeit 30% mehr Einwohner hat,
ist das nicht 30% teurer, sondern das wächst exponentiell. Für jeden Zuwanderer, der kommt, extrem teuer, dann zusätzlich diese Tonnen zu senken. Und wenn wir das noch im Inland machen wollen, exorbitante Kostensteigerungen. Der Bundesrat sagt, wir haben alles gerechnet, das kann die Schweiz sich leisten. Totaler Blödsinn. Soll er mal mit Deutschland reden und sagen, hey, wir haben herausgefunden, 30% mehr Reduktion pro Kopf ist überhaupt kein Problem, können wir uns leisten, macht's doch auch. Dann wird er sofort des Landes verwiesen. Also, das heißt, da sollte man ernsthaft rechnen und eben dann sieht man, die Kosten von Zuwanderung, von mehr Menschen, es geht nicht Zuwanderung, von mehr Menschen, ist exorbitant teuer. Vor allem, wenn das schnell geht. Wenn das ganz langsam geht, 10 Millionen, 2200, ja, da kann man sich anpassen und alles, aber wenn das schnell gehen soll, exorbitant teuer. Weil das so ist, wenn wir wachsen, es im Arbeitsmarkt nichts bringt, aber diese Füllungskosten, jetzt nicht eng, dass wir dann ganz eng nebeneinander stehen, sondern das ist nur sinnbildlich, sondern alles teurer wird, diese knappen Faktoren, dann natürlich nimmt die reale Lebensqualität oder wenn man richtig rechnen würde, das reale Bruttoinlandprodukt pro Kopf ab. Das ist aber schon schwierig, weil wenn wir viel bauen müssen, dann geht ja das zuerst positiv ins Bruttoinlandprodukt ein. Wenn wir die Landschaft zubetonieren, wenn wir alle weiterfahren müssen zum Arbeitsplatz, weil es Zersiedlung gibt mehr und mehr, dann geht das alles positiv ins Bruttoinlandprodukt ein. Ist halt was produziert wird, wenn mehr Beton produziert wird und mehr Arbeitswege, steigt das Bruttoinlandprodukt. Es ist nicht der Bruttoinlandkonsum. Was aber normale Menschen interessiert, ist eigentlich der Konsum. Nicht wie viel wir produzieren in Landschaft zu betonieren. Das heißt, der Bundesrat geht hier voll auf das falsche Maß. Sonst kritisieren die Grünen, alles kritisieren sie am Bruttoinlandprodukt. Aber hier nehmen sie das Maß, um zu zeigen, dass die Zuwanderung gut ist. Dabei ist es Zubetonierung der Landschaft, die sie messen mit dem Bruttoinlandprodukt. Gut. Jetzt kann man sich überlegen, stimmt das so wirklich? Können wir jetzt nicht mal auf den Bundesrat eingehen und sagen, ja, er sagt ja immer, Zuwanderung steigert die Produktivität. Und nehmen wir das mal an. Zuwanderung steigert die Produktivität und die Lebensqualität in der Schweiz. Was bedeutet das? Ja, Menschen wandern dahin, wo die Lebensqualität hoch ist, deshalb kommen sie in die Schweiz. Wenn jetzt die Zuwanderung in der Schweiz die Lebensqualität noch steigert, kommen schnell noch mehr Menschen und dann steigt die Lebensqualität noch mehr. Dann kommen noch mehr Menschen und dann explodiert Zuwanderung und Lebensqualität gleichzeitig. Nach kurzer Zeit wohnt halb Europa in der Schweiz. In Zug am Hauptplatz, weil es dort am attraktivsten ist. Und es gibt kein Problem. Zeigt, funktioniert nicht. So ist die Welt nicht. Es kommt nicht halb Europa in die Schweiz, weil es Überfüllungskosten gibt. Und deshalb ist es auch müßig zu sagen, oh, die Zuwanderung geht zurück, jetzt ist das Problem gelöst. Nein, die Zuwanderung geht genau zurück, weil die Schweiz nicht mehr so attraktiv ist, wegen Überfüllungskosten. Das heißt, da haben wir massiv lauter Fehlzurechnungen. Was wirklich passiert, ist eben, diese Überfüllungskosten drücken die reale Lebensqualität und sie drücken sie, müssen sie, und das ist die zwingende Logik der Ökonomie. Sie müssen sie auf die ausländische, also die Lebensqualität der Herkunftsländer plus den Wanderungskosten senken. Weil wenn die Schweiz einfach eine so viel höhere Lebensqualität hätte, dann wandern natürlich die Leute zu, klar. Sie wandern erst nicht mehr zu, wenn es in der Schweiz so tief ist, dass es sich nicht mehr lohnt für sie zu wandern, um diese Wanderungskosten, die es für alle hat, Anpassungen in der Kultur und, zu überwinden. Dummerweise sinken noch die Wanderungskosten, dank Technologie, die Leute können hier sein, dauernd mit der Familie zu Hause Kontakt haben, mit den Großeltern, was auch immer, denen die zu Hause geblieben sind. Es wird immer leichter, die Leute hier hinzunehmen, dann nachzuziehen, weil eben auch alles internationalisiert wird hier, Schulsystem, Sprache, alles hier, Umgang mit dem Amt. Das heißt, die Wanderungskosten sinken und das drückt die schweizerische Lebensqualität immer näher an die europäische runter, weil sonst immer mehr Leute kommen. Das heißt, wir sind gefangen in der Personenfreizügigkeit. Stimmt das wirklich, zweiter Realitätscheck? Was ist dafür die Evidenz? Die Antwort ist ganz simpel. Die meisten von Ihnen leben nicht in Zug. Zug ist aber ziemlich attraktiv, kann ich Ihnen sagen. Außer der Nebel, aber Solothurn hat auch Nebel.
aber doppelte Steuern, viel weniger Staatsleistungen, viel, nicht ganz so viele schöne Schulen und. Ja? Weshalb ziehen die nicht alle nach Zug? Ja, weil es Solothurner sind. Weshalb gibt es Deutsche, die zuwandern nach Solothurn und nicht nach Zug? Die Antwort ist simpel, weil es in Zug zu teuer ist. Ja? Füllungseffekte in Zug. Und weil es an den schönen Orten viele Staus gibt. Weshalb ziehen Menschen nach Deutschland, von Rumänien, nach Osnabrück und nicht nach München? Sind die nicht ganz vernünftig? Die Antwort ist nein, weil München überfüllt ist. Attraktive Standorte leiden alle unter diesen Füllungseffekten. Am Schluss kommt es nicht mehr darauf an, wo man lebt. Das zeigt die CS-Kantonsstudie. Für Normalbürger kommt es nicht mehr darauf an, jetzt rein finanziell lebt man in Jura oder in Zug. Weil die schönen Steuerunterschiede und die anderen Unterschiede werden voll kompensiert durch die Wohnkosten in Jura. Das sind Wanderungsgleichgewichte. Und jetzt das Interessante, greife ich schon vor, es lohnt sich nicht mehr für die Normalbürger, dass der Standort attraktiv ist, weil sie immer sowieso nur auf das europäische Niveau plus Wanderungskosten gedrückt werden. Gleich wie gut die Schweizer Politik ist. Wenn wir die verbessern, dann wird sie wieder runtergedrückt, die Netto-Lebensqualität durch diese Füllungskosten. Gefangen in der Personenfreizügigkeit. Es kommt noch schlimmer. Die Spaltung der Gesellschaft. Die Normalbürger verlieren, eben wenn man richtig rechnet. Es gibt aber Gewinner, Profiteure des Bevölkerungswachstums. Wer profitiert eigentlich von diesem Bevölkerungswachstum? 1% mehr Bevölkerung heißt 1% mehr Steuereinnahmen, 1% mehr Staatsausgaben, 1% mehr Umsätze bei Firmen und bei den meisten Firmen, wir müssen kurz noch überlegen, nur bei denen, die geschützt sind. Ein Schweizer Handwerker, die Sanitärfirma wächst nicht, wenn es mehr Menschen gibt in der Schweiz, es gibt dann einfach mehr Sanitärfirmen. Aber wenn Sie eine Schweizer Bank haben oder Manager einer Schweizer Bank sind und alle Zuwanderer müssen bei Ihnen ein Konto haben, dann wachsen die Umsätze um 1%. Und bekanntlich wachsen Boni überproportional zu den Umsätzen. Und manche von Ihnen sind Politiker. Es ist schon cooler, in einer großen Gemeindepräsident zu sein. Es ist schon cooler, in einer schnell wachsenden Gemeinde Gemeindepräsident zu sein. Es ist schon cooler, in einem großen Kanton Regierungsrat zu sein, klein. Es ist schon cooler, wenn Sie in der EU sind, wenn Sie größer als Österreich, also nicht in der EU, reden mit denen, wenn Sie plötzlich größer als Österreich sind. Ja? Früher war die Schweiz deutlich kleiner als Schweden. Ja, so die kleinen Schweden, die da kommen. Jetzt sind wir so fast so groß wie Schweden. Oi. Die Hauptprofiteure vom Bevölkerungswachstum sind die geschützten Branchen, die eben mitwachsen. Das sind manche Manager, die profitieren. Die Spitzenverbände. Ja, Economy Suisse hat einfach lebt praktisch von den Gesamtumsätzen in der Schweiz. Wegwachsen. Und die geschützteste Branche sind die Politiker. Die Ausländer dürfen nicht mal Politiker werden. Haben nur wachsende Budgets, aber nicht wachsende Konkurrenz. Wo gibt es denn das in der Schweizer Politik? Deshalb müssen Sie jeden Politiker verstehen, der meint, Bevölkerungswachstum sei eine tolle Sache. Das heißt, zurückgreifend nochmals zusammenfassend, das Problem ist nicht der Arbeitsmarkt, solange er flexibel bleibt. Die Studien, die Sie sehen, wo der Bundesrat feststellt, im Arbeitsmarkt gibt es keine großen Probleme, das ist nicht alles Fake. Er schaut einfach beim Tessin nicht hin, da gibt es natürlich Probleme. Unter anderem, weil man dann Mindestlöhne gemacht hat, die dann natürlich erst recht noch Ausländer anziehen. Wenn man Mindestlöhne sagt, muss wenigstens 4.000 Franken bezahlt werden, da lohnt es sich weit zuzupendeln aus dem Tessin. Dann können die Tessiner nicht mehr mithalten. Die relativ Unqualifizierten im Tessin können nicht mithalten, aber den hochqualifizierten Mittelitalienern, die jeden Morgen 3 Stunden Auto fahren. Klar nicht. Das wahre Problem sind die Füllungskosten. Wir haben noch einen wichtigen Punkt vergessen, die Aushöhlung der Schweizer Institutionen. Wir leben mit von der direkten Demokratie. Wenn in vielen Kantonen sind mittlerweile 42% der jungen Menschen zwischen 30 und 35 sind reine Ausländer, kein Schweizer Pass, kein Stimmrecht. In vielen Kantonen mittlerweile über 50%. Das heißt, wir haben ein echtes Problem, dass mehr und mehr Menschen nicht in direkte Demokratie integriert sind, nicht in das, was wir sagen, hey, das macht die Schweiz aus. Dieses früher positive Verhältnis Bürger-Staat, das aufeinander Rücksicht nehmen, das hat sehr viel mit direkter Demokratie zu tun und damit, dass man selbst Stimmrecht hat und sich wenigstens selbst Gehör verschaffen kann.
Und wir laufen in eine Zeit, wo das ausgehöhlt wird. Und das ist ganz schwerwiegend. Milizsystem. Wie können wir weitere junge Schweizer zwingen, ins Militär zu gehen, wenn sie auf dem Arbeitsmarkt auf Konkurrenten treten, mehr als die Hälfte der Männer schon im Arbeitsmarkt, Männer sind, die nicht dieser Wehrpflicht unterliegen, die Ausländer sind und dort kein Wehrdienst leisten müssen, auch nicht in der Schweiz, die auch keinen Erwerbsersatz zahlen müssen, wenn sie irgendwie aus irgendwelchen Gründen dann nicht ins Militär gehen. Das heißt, das sind die wahren Probleme und diese Spaltung der Gesellschaft, der Normalbürger verliert das Interesse an einer hohen Standardqualität. Die Profiteure natürlich wollen mehr und mehr und mehr Zuwanderung, Standard so ausbauen, dass es mehr und mehr und mehr Zuwanderung gibt. Die anderen sind relativ indifferent, aber werden natürlich immer apathischer und auch regierungsfeindlich, weil sie sagen, hey, wir sind gefangen in der Personenfreizügigkeit, wir sind in der Zwangsjacke. Der Bundesrat wird sagen, wir stecken auch in einer Zwangsjacke, stimmt. Ich möchte zu den Denkfallen kommen. Der Bundesrat behauptet zum Beispiel, die Personenfreizügigkeit lindert den Fachkräftemangel. Wenn Sie dieses Modell wieder von vor sich haben, da ist natürlich, wir öffnen, dann wird es einfacher zu rekrutieren. Das heißt, lindert den Fachkräftemangel. Dann kommen natürlich Menschen, kurzfristig toll. Aber durch das kommen auch zusätzliche Firmen. Und diese zusätzlichen Firmen, das typische Fall Google, der reißt dann allen Schweizer Elektronikfirmen und IT-Firmen die Leute aus. Und die sagen, wir haben jetzt ein Riesenproblem wegen der Personenfreizügigkeit. Weil Google gekommen ist wegen der Personenfreizügigkeit, finden wir keine Leute mehr auf dem Markt. Das heißt, dieser Kreislaufeffekt, wenn wir etwas öffnen, zieht das etwas nach. Und das hat der Bundesrat nicht berücksichtigt, das wäre seine Pflicht gewesen, in Reaktionsmustern zu denken, in Kreisläufen, die entstehen. Und dann, was sind die Gleichgewichtsergebnisse? Nicht einfach reinwerfen, wir öffnen jetzt und dann zuerst mal den Positiveffekt, da kommen Leute. Nein, das hat eben, gibt weitere Wirkungen, die hat er einfach verpasst. Wir sind auf Zuwanderung angewiesen, ist eine andere dieser Denkfallen. Wir brauchen die Ärzte. Nein, die Zuwanderung schafft genau das Bedürfnis, dass wir noch mehr Zuwanderung brauchen. Die Schweizer, wer soll Anwalt sein in der Schweiz? Ja, jemand, der das Schweizer Recht versteht. Wer ist das? Ja, jemand, der in der Schweiz Recht studiert hat. Wer soll Polizist sein in der Schweiz? Vorläufig außer in Genf, Schweizer. Wer soll in der Schweiz in der Kinderkrippe arbeiten? Leute, die Schweizerdeutsch können, vorläufig im Welschland nur Französisch. Also, wer kann das? Ja, die bisherigen Einheimischen. Wenn wir jetzt mehr und mehr Bevölkerungswachstum haben, dann brauchen wir immer mehr Polizisten und immer mehr Juristen und immer mehr Kindergärtnerinnen. Und das müssen praktisch Einheimische, also nicht Schweizer, aber Einheimische sein, die hier aufgewachsen sind und hier die Ausbildung genossen haben. Die können nicht mehr Ärzte sein. Das heißt, mit Personenfreizügigkeit studieren und mehr junge Leute wollen, ja, wollen immer noch genügend Ärzte werden, aber machen dann Use. Und das trägt mit bei zum Mangel. Pflegepersonal fehlt bei uns. Ja, weshalb fehlt es? Weil die Leute, die auch Pflegepersonal werden können, werden Kleinkinderzieherinnen für die Kinder, die kommen mit den Zuwanderern. Das heißt, diese Öffnung eben, klar, die Schweizer spezialisieren sich auf das, wo sie besonders gut sind. Das ist das eben, ja, Schweizer Institutionenkenntnis, schweizerische Sprachen einigermaßen können und das schweizerische Recht halbwegs kennen. Das heißt, in all den anderen Bereichen, Ingenieure und Ärzte, da fehlen uns die Leute genau wegen Zuwanderung und Personenfreizügigkeit. Man kann es weiter durchdeklinieren. Sie werden demnächst in der Presse ein breites Argumentarium finden, die 20 Denkfallen des Bundesrates. Eines zum Beispiel, bessere Nutzung der eigenen Arbeitskräfte. Das schreibt immer, wenn ihr es wisst. Oh, wenn wir Probleme haben mit Zuwanderung, ja, dann müssen wir halt die eigenen Ressourcen besser nutzen, dann kommen weniger Zuwanderer. Frauen, Arbeitslose und Alte besser nutzen. So ein Quatsch. Weshalb kommen die Ausländer in die Schweiz? Weil wir besonders ineffizient sind und die Frauen besonders schlecht genutzt haben und die Alten besonders schlecht genutzt haben und besonders viel Arbeitslosigkeit haben. Nein, die Schweiz ist attraktiv, weil wir all das besser gelöst haben als die anderen Länder. Die Frauen besser integriert sind in den Arbeitsmarkt, wenn sie wollen, manchmal nicht. Die vor allem dann die Arbeitslosen besser integriert sind, viel weniger Arbeitslosigkeit.
und dass wir eben einen effizienten Arbeitsmarkt haben. Und natürlich viele Leute arbeiten viel länger in der Schweiz. Wenn wir das jetzt noch erhöhen, wird die Schweiz noch attraktiver, dann kommen noch mehr Leute. Das ist wieder, die Regierung denkt einfach nicht in Kreisläufen. Dabei sind es doch alles Studierte. Was ist los mit den Leuten? Aha, 1% mehr Bevölkerung, 1% mehr Umsatz, mehr als 1% mehr Bonus. Das ist die Antwort. Die Wirtschaft will es, also muss es gut sein. Ah ja, klar, können wir nur wie uns wiederholen. Manager von geschützten Unternehmen haben etwas davon. Deshalb, Vorsicht, Denkfalle. Die behaupteten Nutzen der Personenfreizügigkeit sind zumeist illusionär. Ich will es aus Zeitgründen nicht durchdeklinieren. Die Fehler der Regierung ist, sie ignoriert einfach die Anreizeffekte, die eben diese freie Zuwanderung gibt. Nicht die Zuwanderung an sich, sondern die freie Zuwanderung ist das Problem. Die Rückkopplungseffekte, die sie gibt, und dann die Gleichgewichte, die entstehen. Wie viel Zeit habe ich noch? Also gut, wunderbar. Sieben, ja wunderbar. Bilaterale, da gibt es auch die Behauptung, wenn wir die Personenfreizügigkeit aufgeben, verlieren wir die bilateralen, sprich die anderen 6 Abkommen. Wenn man nur diese Abkommen liest, dann sieht man schon, da geht es nicht um viel. Das absolut entscheidende ist die Personenfreizügigkeit. Auf alles andere können die Firmen relativ leicht, fast alles andere können sie sehr leicht reagieren. Und da, wo halt nicht reagiert werden kann, ja gut, das sind dann ein bisschen Kosten, die es hätte, wenn man die bilateralen 1 verlieren würde. Ich sage nicht, dass sie nichts wert sind, aber es ist ein positiver Wert, aber es ist ein sehr kleiner positiver Wert. Das weiß auch der Bundesrat. Und das kann jeder wissen, der die Bundesstudien liest. Es gibt verschiedene Bundesstudien, eine interne des Bundes, kommt genau das Gleiche raus. Die bilateralen 1 sind nichts wert. Irgendwie 200 Millionen rechnet er dort aus. Ecoplan ist aus meiner Sicht die beste Studie, die kann man verstehen. Das ist der Auszug aus der ersten Tabelle. Die rechnen aus, was es bringt, wenn die bilateralen 1 gekündigt werden und ein Viertel weniger Zuwanderung aus der EU in die Schweiz kommt zu den Werten dann 2015, also ziemlich viele Leute, 15.000 Leute weniger kommen würden. Dann steht explizit, das ist das, was der Bundesrat, wenn Sie Frau Keller-Sutter hören, sind es die Zahlen, -4,9% Bruttoinlandprodukt würde man verlieren. Haha, das ist nur, weil es dann weniger Leute geben würde, 2035 in der Schweiz. Wenn man anschaut, wie viel das Bruttoinlandprodukt pro Kopf ist, kommt noch raus 1,5. Das ist aber nur, weil angenommen wird, die Ausländer, die kommen, seien so besonders hochproduktiv und arbeiten so viel. Wenn man das noch bereint, das macht alles, das sind nur die Zahlen aus dieser Studie von Ecoplan, das Arbeitseinkommen pro bisherigem Einwohner oder einfach das Einkommen pro Arbeitskraft, würde das um 0,7% im Schnitt, das sind hoch- und tiefqualifizierte, 0,79 und 0,63 minus, weniger stark wachsen, als es sonst wachsen würde gemäß Prognose. Es würde ohne bilaterale 1, also ohne Personenfreizügigkeit und ohne die anderen 5 Verträge, würde das Einkommen pro Arbeitskraft nur um 9,1 statt 9,8% wachsen bis 2035. Das steht in der Studie, die der Bund in Auftrag gegeben hat. Und dann erzählt er uns, es sei ganz schlimm, wenn man das kündigt, weil das Bruttoinlandprodukt würde um 4,9% einbrechen. Er soll lesen seine eigenen Studien, er soll lernen, seine eigenen Studien anständig zu lesen. Und alles das ist gerechnet ohne die einfachsten Reaktionsmöglichkeiten der Firmen, zum Beispiel die Probleme hätten, dass sie nicht mehr gut exportieren können, wegen doppelter Normanerkennung, muss ich nicht erklären, machen einfach eine Niederlassung in Deutschland oder irgendwo sonst in der EU. Die meisten haben ja schon eine Niederlassung, dann ist das Problem weg. Und es ist nicht berechnet, dass es Füllungseffekte gibt. Es ist einfach angenommen, es gibt keine Füllungseffekte, dass wenn man dann eben die Personenfreizügigkeit kündigen würde, dann weniger Probleme hätte. Deshalb, die Bundesstudien reichen heute schon, man muss gar nicht mehr Studien machen, die ein bisschen vernünftige Annahmen haben. Sie sind mit diesen ganz unvernünftigen Annahmen, kommt schon raus. Die bilateralen 1 sind nicht wert und der Bundesrat soll gefälligst endlich zu diesen Ergebnissen stehen. Kann man mit der EU verhandeln? Wenn Sie die EU anschauen, ist die Personenfreizügigkeit in der EU de facto tot. Die EU hat, was wir glauben würden, also das Inhalt, was ist Personenfreizügigkeit? Ah, das ist
dass man ins Ausland gehen kann und auf dem Arbeitsmarkt nicht diskriminiert wird, dass wenn sie da mit 50 gehen, dass sie dann gleich wie andere 50-Jährige dort behandelt werden und auch gleich eine Wohnung finden können. Das geht nicht. Weshalb wandern so wenig Deutsche oder Franzosen oder Schweizer aus nach Italien? Sie kriegen keine Stelle. Die alten 50-Jährigen arbeiten in Italien, die haben alle eine Stelle. Aber der Arbeitsmarkt ist so reguliert, dass die Alten, die eine Stelle haben, die behalten können, weiterhin rechte Löhne haben. Aber sie kriegen nicht, sie kommen nicht mehr rein in diese Stellen. Die darf man nicht entlassen. Und die Neuen, die dann reinkommen, die kriegen irgendwie ein Praktikum. Der Witz ist, in der EU wird nicht diskriminiert Inländer, Ausländer, sondern es läuft unter dem Titel Insider, Outsider-Diskriminierung. Und das ist halt zugelassen in der EU. Die Insider sind aber nicht nur einfach die Inländer, die Outsider nicht einfach die Ausländer, sondern die Outsider sind die, die noch nicht im Markt drin sind. Das heißt potenzielle Zuwanderer und die eigenen Kinder. Und die müssen auf dem Arbeitsmarkt ein Praktikum annehmen, die bekommen keine normale Stelle mehr und sie müssen eine Wohnung auf dem Markt mieten, auf dem freien Markt, und die ist unbezahlbar. Weil die anderen, die Alten, hocken drin in den 35-jährigen Wohnungen, die sind längst ganz tiefe Mieten, die dürfen nicht erhöht werden, die dürfen nicht rausgeworfen werden. Deshalb wohnen die alle am falschen Ort. Wenn sie irgendwann zufällig eine neue Stelle kriegen, nur nicht wegziehen. Man wohnt am falschen Ort. Und der Arbeitsmarkt ist gelähmt und die EU ist ruiniert. Und die eigene Jugend geht, naja, nicht den Bach runter, aber die wird total geopfert. Fast lebenslanges Praktikum. Sie kommen nicht mehr in den Arbeitsmarkt. Sie leben bis 35 zu Hause, weil sie keine Wohnungen finden. Das ist die Realität der Personenfreizügigkeit. Man kann nicht sagen, man diskriminiert Ausländer nicht, weil es Alternativen gibt zum Ausländerdiskriminieren, die irgendwie drin sind und sie schützen wollen, sich in der EU schützen müssen, indem dass man die Outsider diskriminiert und die eigene Jugend fertig macht. Das macht auch die EU fertig. Wenn man das reformieren will, funktioniert es nicht. Wenn man in Italien sagt, wir reformieren jetzt den Arbeitsmarkt, wir deregulieren alles und den Wohnungsmarkt, dann sind die Wohnungen schwupps voll von Zuwanderern aus Rumänien. Und auch die Arbeitsplätze, nicht die eigene Jugend. Die war ja so lange im Praktikum, dass sie einen Standschaden hat. Das heißt, man kann auch nicht mehr deregulieren. Und das ist das, auch die Zwangsjacke, in der die Italien steckt, aber in der die anderen europäischen Länder auch stecken. Außer noch Deutschland und Holland und vielleicht die Skandinavier. Die anderen außer England, das ist draußen, weil sie gemerkt haben, das ist ganz schrecklich. Die anderen, die drin sind, haben de facto gar keine Personenfreizügigkeit. Das heißt, es gibt gute Gründe, mit der EU über das Problem zu reden. Ich werde aus Zeitgründen auf die weiteren Punkte, glaube ich, nicht eingehen. Darf ich noch etwas? Okay. Ja, ich habe es durchgedrückt, der macht nichts. Kann man verhandeln mit der EU? Die Antwort ist ja, die EU leidet enorm. Dazu stehen natürlich die Politiker nicht gerne. Aber genau diesen Impuls muss die Schweiz bringen. Wenn wir etwas für die EU tun wollen, müssen wir jetzt auch sagen, stopp. Vielen Dank. Es ist genug. Und die Frage ist, was sollen wir nachher machen? Auf die Zukunft hin, wenn diese Abstimmung nicht gewonnen geht, die Probleme kumulieren, sind schon diese Füllungseffekte, wenn die Abstimmung jetzt noch nicht gewonnen wird, die gehen ja weiter und die kumulieren. Die Arbeitsmarkteffekte verschwinden wieder. Wenn man mal zu viele Leute hat vom Arbeitsmarkt, die werden dann verarbeitet und das löst sich das Problem. Aber die Füllungseffekte, die kumulieren Jahr für Jahr mehr Leute, da haut sie einfach die Kosten exponentiell hoch. Deshalb werden die Füllungseffekte die schweizerische Mitgliedschaft in diesem Personenfreizügigkeitsraum sprengen, aber sie sprengt auch die EU schlussendlich. Was tun nachher? Ich würde dem Bundesrat vorschlagen, nicht das SVP-Modell, das ursprüngliche, nicht kontingente, sondern man muss es über den Preis lösen. Zuwanderung muss etwas kosten. Nicht ein Eintrittspreis, wir wollen, dass die Leute schnell raus und rein können, ohne staatliche Aufsicht, sondern eine Kurtaxe für Zuwanderer. 3 bis 5 Jahre pro Tag wird ganz einfach mit der Steuer abgerechnet, 12 bis 15 Franken. Das ist total fair, weil Zuwanderer, die kommen, profitieren, und zwar aus verschiedenen Gründen, aus verschiedenen Sicht. Aber wir können einfach mal noch überlegen, hey, helfen die uns nicht, die Schulden zu tragen, wenn sie kommen? Und die Antwort ist, ja, in einem gewissen Sinn schon. Aber der Schweizer Staat hat nicht 200 Milliarden Schulden.
sondern der hat wenigstens 300 Milliarden Vermögen. Das steht in der Schweizer Finanzrechnung. Wenn man das Vermögen des Staates richtig bewertet, das sind über 500 Milliarden Franken, Immobilien, Firmen, Nationalbank, Eigenkapital und so weiter, sind weit über 500 Milliarden. Der Staat schätzt es konservativ auf 500 Milliarden. Minus die 200 Milliarden Schulden gibt 300 Milliarden Überschuss. Pro Kopf 35.000. Jeder, der kommt, hilft uns nicht, Schulden zu tragen, sondern partizipiert sofort an diesem Vermögen. Deshalb haben wir tiefere Steuern unter anderem. Deshalb haben wir bessere Staatsleistungen. Weil wir dieses Kapital haben, dieses Vermögen haben. Dann ist es doch nur fair, wenn jeder, der kommt, auch einen kleinen Beitrag liefert, praktisch einen kleinen Einkaufsbeitrag, aber eben nicht Eintrittspreis, sondern diese einfache Modell-Kurtaxe-Besteuerung zusätzlich. Ich denke, das ist es, was ich Ihnen mitteilen wollte.